Animations, Particles, Water Animated, Redstone, Void, Items, Fogstart, Chunk Loading. Default, unstable FPS when loading chunks. Smooth, stable FPS, Multicore. Smooth and Multicore remove the stuttering and freezes caused by chunk loading. Multicore can speed up 3. Ach, nee, nee, nee. Graphics. Aber Other. Lagometer Weather. Fullscreen. Show FPS Debug. Custom Swamp. Minimap Levels. Other. Ach, da Other war ich auch schon drauf. Qualen. Dynamic Lights. Fast. Machen wir mal so. Grid-like Pattern. Gucken wir mal, ne? Chunk-Loading. Aber ich möchte ganz gerne 3D-Analyph. Dynamic. Wie kann ich machen wir mal Clouds fancy. Tja. Wo kann ich das einstellen? Bei Music mit Sicherheit nicht. Resource Packs auch nicht. Tja. Müssen wir beim nächsten Mal, müssen wir mal gucken. So, wie will ich das denn jetzt machen? Wie will ich das machen? Wie viele Baumstämme haben wir? 24 ist nicht so viel. Wobei, das kann man ja eigentlich schon so lassen. Ja, okay, bis auf hier. Wobei, nee, das muss hier noch mal weg. Ist jetzt natürlich die Frage. Ja, nee, ist nicht die Frage, das machen wir so. Glas haben wir ja auch schon. Ah, okay, dieses Wood geht allgemein schlechter zum Abbauen. Okay. Naja, wir haben ja Zeit, nicht wahr? Was wir mal eben machen können. Wir müssen nämlich weiter.
ne, abbauen hier, also einschmelzen. Wir haben ja Zeit, ne Schwa, ne klar. So, da ist er wieder. WP-Yogi! Nee, ich sagte, weil du eben sagtest, so bis 0 Uhr, deswegen, aber da warst du wahrscheinlich schon weg. ob ich jetzt weitermachen soll oder nicht. Achtundzwanzig, das schaffen wir da oben nicht, aber das hier. Oh ja, da war ich schon weg. Ja. Da warst du schon wäsch. Schon wäsch. Weißt du, wäsch mit Ä und CH. Wäsch. So, also ich bin jetzt gerade dabei. Ich habe schon eine Wand eingerissen. Da war ich Wäsche mal. Genau. So und nicht anders, weil. So. Wir machen jetzt hier erstmal so die einzelnen Dinger, ne? Ne, Sigi, hör mal. Und dann, wenn wir das haben, dann können wir uns mit etwas anderem wieder beschäftigen, weil sonst geht die Kohle weg und das wollen wir ja nicht. Auf Kohlejagd müssen wir halt auch nochmal wieder gehen. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Aber wir haben schon ein paar Rohstöffchen. Das ist echt nice. Hä? Quicksilver? Cinnabar-Ohr. Taumkraft. Okay. So, dann haben wir da jetzt 6 Stück. Die Clay, die lassen wir so, wie sie ist. Rubberwood kommt hier rein. Das kommt hier rein. Das Setzling kommt auch mal hier rein. So, jetzt ist das da am Brutzeln. Und jetzt gucken wir nochmal nach diesem Jutefieber. Hier. Ist auch schon verrottet. Sehr schön. So, jetzt müssen wir mal gucken. Gucken. Wie ist das denn jetzt? Muss ich das irgendwie so machen? Burlap. Sehr geil. Burlap tun wir mal mit hier rein. Sehr schön. Das ist nämlich die vegane Option. Ja, und das wollen wir halt auch so machen. Das Brötchen können wir mal eben hier noch einschmilzen. Und dann würde ich sagen, komm, was wir weg haben, haben wir weg. So, bitteschön, dankeschön. Toast. Lecker. Oh, jetzt ein lecker Toast. Schön mit Nutella. So, und dann macht da mal bitte weiter. So. Das haben wir jetzt. Das ist für unsere Fresskiste. Jute tun wir auch mal hier rein. Rubber auch. Ach komm, das muss jetzt hier alles mal hier. Tschüss. So. Das haben wir jetzt hier schon um einen gemacht. So, ich hätte ganz gerne. Wie, du hast Bock auf Toast? Du hast doch erst gegessen. Ja, aber. Nö. Lecker Mampfi. Achso, ich brauche ein Glas. Kimi-mi-mi-mi-mi. Ja, mi-mi-mi. So, dann hier auch noch mal so ein Gläschen, ne? Nein. Du nicht. So, wir brauchen noch ganz viel Oakwood. So, dann machen wir hier auch noch mal und dann kommst du im Spiel.
Also haben wir quasi unser Häuschen so ein bisschen erweitert. Ah, ein bisschen. So, warte mal, hier. Ist der Eingang. Dann haben wir hier 1, 2, 3. Nee, stimmt gar nicht. Nein, 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 nein. Ich muss das alles zurücknehmen. Ah. Das war falsch, Steffi. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Mensch. Das muss doch noch mal ab, denn ich brauche noch ein bisschen. Wir müssen auf jeden Fall wieder Oakwood. So, pass auf. Hier brauchen wir nämlich auch drei. Jetzt haut er mal ab hier. So, und dann 1, 2, 3. Und dann gehen wir erst um eine Ecke. Ja, Schnauze scharf. So, und hier 1, 2, 3. Machen wir das Ganze so zu. Da kommt eine Türe rein und hier würde ich sagen, machen wir auch mal so Fenster rein, aber kleine Fenster. Ein Panoramafenster machen wir zwar, aber nicht hier unten. So. Nein, ich will dich immer noch nicht haben. Was ich aber hier raus machen kann, ist eine Tür, weil das ist ja hier die 1,7. Da gibt es das noch nicht. Mit, ne? Und so. So, machen wir jetzt erstmal hier und dann so. Geil. Panoramafenster kommen grundsätzlich immer in den dritten Stock. Das war falsch, Steffi. So, na, dann haben wir hier, das wird doch. Okay, wir haben jetzt zwar gerade kein Holz mehr, also kein Oakwood, aber da kriegen wir schon hin, würde ich sagen. Dann haben wir hier Lö 2. Kann ich jetzt gerade aber leider nicht setzen. Ich habe nichts mehr, Alter. Ich habe ja nichts mehr. Dann nehmen wir mal hier so ein bisschen Cobble. Hä? Und dann nehmen wir uns mal ein paar Schäufelchen. Ja, ich habe TS, aber nein. So. Okay. Ich muss da mal gucken. So.
Helle HD, vielen Dank für dein Follow und Alexi wie 1988 dir auch Dankeschön für dein Follow. So, und herzlich willkommen natürlich im Stream. So. Also, ne, von außen soll es ein bisschen medieval bleiben, von innen oder unten, was war unten? Oh, ich bin am Starven. Oh. Machen wir das irgendwie cool. Komm, wir essen mal ein paar Kartoffeln. So. Das kann erstmal weg und das auch. Ah, nee, das ist Rubberwood. Nee, Rubberwood können wir nicht gebrauchen. So, das heißt, wir müssen ja auch irgendwie nach unten kommen und irgendwie nach oben hinterher. Das machen wir aber später. Wir brauchen Wood. Jetzt habe ich das wieder hier weggetan. Ach man, ich bin doch... Ich habe da gerade wahrscheinlich überreagiert. Sorry, alles gut, Georgi. Alles gut. Ich hätte nicht anders reagiert. Aufgrund der Vorkommnisse, die wir ja schon mal hatten. Da bin ich dir nicht böse. Ach, das sind so schöne kleine Bäume. Die möchte ich eigentlich nicht wegreißen. Was ist das da eigentlich? Bist du auch ein ganz normaler Eichenholzbaum? Kommt, wachst hier mal. Ja. So, bist du ein normaler... Ja, Oakwood, das ist das, was wir brauchen. Und das gibt uns mächtig viel Holz, das ist gut. Alles gut, Georgi. So. Oh, Oakwood Saplings ist gut. Denn die brauchen wir auch. Dann können wir nämlich endlich mal ein paar Bäume anpflanzen, weil das ist mir ein bisschen zu wenig, was wir hier haben. An Oakwood. Haben wir jetzt? Nein, wir haben nicht alle. Da sehe ich doch noch einen Holzstamm durchlucken. Alter, so groß sah das gar nicht aus. Von unten. So. Ey, Maus, was ist mit dir heute los? Sag mal. Gehen wir doch nicht so auf den Pinsel. Alter, noch mehr. Kann das sein? Der Baum ist riesig. Ja, da wollte ich auch gerade sagen. Der ist ja mega riesig. So.
Der kann jetzt mal hier in Ruhe decayen. So, die Saplings. Hey, das sind meine, ja. Hau ab da, scheiß Huhn. Die nehmen wir mit. Alter, wie viele Saplings nur von diesem einen Baum? Hallo? Ja. Boah, noch mehr. Okay, dann lassen wir den jetzt hier mal weiter decayen. Alles andere müsste sich ja, glaube ich, hier an diesem After-Gedöns wieder von selber einpflanzen. So. Dann lass uns hier mal ein bisschen was essen. Dann, oh, guck mal, die Äpfel, voll geil. Ja, dann haben wir jetzt genug Oakwood. So. Hier hatten wir zwei, hier hatten wir zwei. Da haben wir die Mitte. Mann! So. Hey Steffi, du solltest deinen Spoilerfilter noch einstellen. Es könnte jemand Links schicken. Ah, okay. Nee, ich hab den Dingens gar nicht an. Normal dürfte man nichts schicken dürfen. Normal dürfte man nichts schicken. Ich habe nämlich vergessen, den Bot anzumachen. Eigentlich. Aber sonst mache ich das einfach beim nächsten Mal. Ist ja kein Problem. Ach so, ja, stimmt. Ja, da muss ich wirklich mal dann gucken. Aber normalerweise, wenn doch gar kein Bot an ist, darf doch gar nichts versendet werden. Aber gut, da, gut, dass du mir das sagst. Ich habe das zwar auch gelesen, habe aber weiter nicht so drüber nachgedacht. Nee, das muss auf jeden Fall verhindert werden. Da hast du recht, mein Lieber. Da hast du wirklich recht. Alter! Das ist ja gar nicht gefährlich, oder so, wa? Na, also wenn man hier runterfällt, dann so. Das kann man sich ja so ein bisschen als Markierung lassen. IP hin oder her, man fragt meines Erachtens immer erst die Mods, wenn die Streamer an sich nicht reagieren. Eigentlich schon, ja. Ich glaube auch, dass die zum Trollen da waren. Glaube ich. Bin ich eigentlich schon fast von felsenfest überzeugt. Deswegen alles gut, da hast du auch nicht überreagiert oder was weiß ich, wie. Alles gut. So, ich werde jetzt aber
den Stream, glaube ich, mal beenden. Ich auch, und deswegen habe ich sofort reagiert und einen Timeout gegeben. Auch wenn es ohne Vorwarnung war. Alles gut, Yogi. Alles gut. Denn ich hatte anfangs, habe ich ja auch nichts gesagt, so von wegen Danke oder so, was ich ja normalerweise mache. Aufgrund dessen, weil ich ja, na, nochmal auch halt die schlechten Erfahrungen gemacht habe, und das sah mir so nach trollmäßig aus. Direkt so viele Leute auf einmal, die nur Raid gepostet haben in den Chat und so. Nee, nee, das konnte nichts Vernünftiges sein. Jetzt meines Erachtens nach. So. Noch ein paar Erdbeeren eingesammelt und dann mal ein bisschen was essen. Guck mal, die geben schon nicht mehr so viel Hunger. Das heißt, wir müssen uns echt hier mal um unsere Felder vernünftig kümmern. Oh, was sehe ich denn da? Ja, und ein wirklicher Raid wird auch angezeigt. Quasi wie ein Follow, ja. Das kommt noch hinzu. So, wo ist denn jetzt hier unser Zuhause? Okay, dahin. Ja, hier in diese Welt muss ich mich noch zurechtfinden. Das braucht noch ein bisschen. Ich bin natürlich meine Minecraft-Welt gewohnt, und da kann ich halt blind mittlerweile schon hin und her tapsen. Wenn das eingestellt ist, ja, aber das müssten ja eigentlich so jetzt schon die Grundeinstellungen sein, weißt du, von Twitch. Da der Bot ja nicht an ist, also normalerweise wird das dann angezeigt mit dem Raid. Ohne Worte. Einfach ohne Worte. Aber dass wir hier so viele Erdbeeren haben, ey, lecko funny. Ja. Willst du mal nicht wachsen, Jung? Ohne Worte, einfach ohne Worte, ja. So, mein Lieber, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr haben wir überhaupt. 12:30. Ist doch eine gute Zeit, oder? Ist eine gute Zeit. Wir haben ja auch schon um 7 Uhr angefangen. Fast 6 Stunden wieder. So. Ja, also ich werde natürlich hier auch privat ein bisschen weiterspielen. Ich werde jetzt sogar noch weiterspielen, aber ich muss mal. Oh, so viel geredet jetzt in den über 5,5 Stunden. Und ja, da würde ich hier sagen, war es das dann für heute. Carsten ist für euch du hast geknackt. Ja, das ist bei mir normal. Wenn ich so mache oder so. Normalerweise macht er knack, 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 knack einmal so richtig durch. Das ist so krass. Und Samstag bin ich auch am Schartizzle mit der Gerda. Ja, da spielen wir auch Minecraft, aber nicht dieses hier, sondern Vanilla. Sonntag werden wir auch ganz normal streamen. Entweder Just Cause oder Tropico. Also diese Woche ist ganz normal im Plan. Außer es kommt natürlich irgendwas dazwischen, was ich jetzt noch nicht ahnen kann.
Und wir sind auch nicht mehr die Jüngsten, ja, da sagst du was. Da sagst du was. Gerade du bist ja noch älter als ich. So. Also. Dann wünsche ich dir, du blöde Kuh. Du bist älter als ich. Ja! Jut, jut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei Carsten im Stream. Nein. Carsten ist morgen ab 18 Uhr, ne? Da. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Schlaf gut gleich. Und wir sehen uns dann bei Carsten morgen im Stream. Ansonsten vielleicht am Samstag wieder und Sonntag und die anderen Tage, ne, kennt man ja von uns. Und ja, hau rein, bis demnächst. Tschö!